Hallo ihr Lieben. Oma und Opa haben ihren Kompost durchgesiebt und da haben sie weiße Würmer gefunden. Und da haben sie uns die mitgebracht und wir haben gleich mal geguckt, was das für welche sind. Und das sind Larven von Maikäfer. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Die haben... Tun wir jetzt auf den Teller, dann tschüss. Das ist... Da ist eine. Das ist eine. Das ist zweite und dritte. Das sind noch mehr. Das sind die vier. Was sind die denn? Das sind jetzt die Larven von den Maikäfern. Die heißen auch Engerlinge. Die leben bis zu 5 Jahre in der Erde. Und dann kommen sie erst als richtige Käfer raus. Solange sind die noch Larven. Die verpuppen sich dann auch irgendwann und machen dann halt eine Metamorphose. Also die haben halt mehrere Stadien, wo sie sich dann immer umwandeln. Und ja, die essen dann halt Wurzeln und Erde. Und wenn die dann größer sind, essen die dann, wenn sie dann geschlüpft sind als Käfer, dann essen die auch die Blätter von Laubbäumen. Aber Nadeln essen die nicht so. Was ist denn das Floh? Was ist das Floh? Die kleinen Schwarzen, das sind Köttel, also so, ja, das ist halt das Gekackte von denen. Sind die giftig? Nee, die kann man auch mal rausnehmen. Davon bloß nicht so doll drücken. Die haben da auch schon kleine Fühler und solches Zeug. Die werden dann auch immer länger. Ja, später. Und die werden auch immer größer und irgendwann geht dann das große Weiße hier weg und dann bekommen die noch kleine Hörner vorne und dann 2 Stück und dann sind das halt die richtigen Käfer und die können da auch fliegen. Ganz schön groß sind die. Ja, die werden bis 5 cm groß. Was? Der Säbel liegt noch hier im Gras. Mhm. Wir nehmen jetzt das größere Glas und da tun wir jetzt Erde rein und dann auch noch 2 Käfer, damit die nicht so schnell die Erde aufessen und wir nicht so oft Neues reintun können. Und die restlichen lassen wir dann frei. Olli, tust du mal Erde rein? Aber die ganzen rein. Okay. Ja, wir setzen nur 2 rein. Eine ganze. So. Und die rein. Soll ich dir helfen? Ja. Ich helfe. Ja. Oh. Nicht so schlimm, das ist ja. Ist ja eh Erde. Ich darf die Olga auch essen. Ja. Willst du was helfen? Ja. Im großen Teil. Und die essen auch Wurzeln, also die kann man auch mit reintun, falls welche da sind. Ja. So, ey, das reicht jetzt. Nein, die brauchen auch noch ein bisschen so. So. Die ganzen. Jetzt aber tun wir ein paar rein. Und die ganzen von Dieke. Die und bei dem sieht man sogar schon ein bisschen Hörner. Für die ganzen reintun. Mhm. So, und die anderen lassen wir jetzt in die Natur frei. Die ganzen. Tschüss. Nein, die ganzen.